Schüco ist ja seit vielen, vielen Jahren schon unterwegs, sich Gedanken zu machen, wie nachhaltige Produkte sozusagen in die Bauindustrie kommen. Wir sind Gründungsmitglied bei der Stiftung Klimawirtschaft, früher Stiftung 2 Grad. Und da wir schon früh angefangen haben, sind wir natürlich sozusagen auf einem guten Pfad. Der European Green Deal hat einen echten Turbo in die Branche gebracht und hat natürlich diejenigen vor allen Dingen alarmiert, die bisher das nicht wahrhaben wollten, dass 40% des Energieverbrauchs in der Welt von Gebäuden verursacht wird. Und wenn ich das nicht nachhaltig runterbringe, erreiche ich meine Klimaziele nicht. Und deswegen bin ich eigentlich dankbar, dass dieser Turbo entstanden ist. Alle redeten ausschließlich, und das machen sie heute noch, von Recycling. Selbstverständlich ist recyceltes Aluminium, recyceltes PVC, recycelte Zubehörteile Bestandteil des gesamten Wirtschaftskreislaufs. Und das bieten wir natürlich auch an. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Wenn ich nicht in allen Stufen von der Planung bis zur Realisierung die nachhaltigen Anforderungen auch wirklich erfülle, komme ich am Ende des Tages nicht zu meinem Ziel. Und deswegen hat Schüco ganz klar gesagt, wir brauchen ein ganzheitliches, eine umfassende Antwort für eine echte zirkuläre Bauwirtschaft. Und das ist eben Schüco Carbon Control. Wenn du unsere Systeme einsetzt, diese Systeme einsetzt, hast du eine Reduzierung des CO2-Footprints. Vor allen Dingen haben wir einen riesen Schwung an Digitalisierung vor uns. Der Bauprozesse, der Abstimmung der wenigen Schnittstellen zwischen der Idee des Gebäudes bis hin zur Rückführung. Und wir denken heute viel weiter. Nämlich das Gebäude dann als Rohstofflager der Zukunft auch zu betrachten. Auch die Ehrlichkeit, Dinge zu benennen, wenn sie noch nicht so weit sind oder wenn wir noch etwas brauchen. Das ist ja unser Kern unserer Arbeit. Das nimmt man uns in der Branche ab. Und da fühle ich mich ein bisschen mit meinen Kolleginnen und Kollegen als Trendsetter. Und ich bin für jede Firma dankbar, auch für jeden Wettbewerber dankbar, der das mitmacht. Nur so kommen wir ja insgesamt zu guten Klimazielen. Wir sind schon ziemlich weit, wir sind sehr umfassend. Ja, wir sind wirklich in der zirkulären Bauwirtschaft unterwegs. Deswegen fühlen wir uns so ein bisschen als Taktgeber, so gut wir können. Aber jeder, der nachmacht und mitmacht und läuft, der ist uns recht.